Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Beyond. So, wir haben letztes Mal gesagt, wir müssen uns um unser Haus kümmern und wir werden anfangen mit der Küche. So, ja, dazu brauchen wir auf jeden Fall ein Buch, um dieses Ding von den Dingern zu kriegen, von den Blockheads. Ah, das können wir mal wegmachen, das auch. Haben wir hier? Ne, haben wir nicht. Sonst können wir gerade nichts wegwerfen. Das Buch müssen wir einmal in den Ofen hauen. Und damit haben wir ein Book of the Blockheads 1. Können wir gerade mal reingucken. Da stehen ein paar Rezepte drin. Ja. Mushroom Soup. Oh, gibt sogar drei. Wir haben 32 Mushroom. Ja, da steht schon einiges drin. Kann ich das hier einfach so rausnehmen? Nee. Okay. Dieses Buch brauchen wir für das erste. Cooking Table. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht hier machen, sondern drüben in unserem Haus schon direkt. Deshalb fliegen wir gerade mal rüber. Einmal über die Reling springen. So, Küche soll nämlich hier reinkommen. Hier ist ein bisschen Chaos. Ja, egal. Wir craften jetzt. Jetzt habe ich was vergessen. Uns fehlen noch ein paar Sachen. Wir müssen noch ein paar Sachen mitnehmen. Nämlich, wenn wir hier reingucken, brauchen wir hierfür Diamanten. Diamanten brauchen wir. Sonst haben wir, glaube ich, alles schon soweit dabei. Diamanten stibitzen wir uns hier raus. Können wir hier die Redstone-Torches noch irgendwie ablegen? Hier haben wir doch Platz. So. Oh gut. Okay, ich glaube, das müsste alles gewesen sein, was wir jetzt für unsere Küche brauchen. Die wird vielleicht später noch mit DecoCraft erweitert, einfach des Aussehens halber. Aber wir fangen jetzt mal an mit dem ersten Tisch. Da brauchen wir zwei Crafting Table und zwei Diamanten. So, ein Crafting Table haben wir. Der andere steht hier. Dann machen wir das mal gerade auf diese Weise. Den brauchen wir ja dann nicht mehr. Können wir ja benutzen. So, wir brauchen dieses Buch in die Mitte. Zwei Crafting Table. Und zwei Diamanten. Damit kriegt man dieses Buch. Oh, Black Hardened Clay. Da habe ich mir extra noch Squids geschlachtet. Oh, sorry. So, Black Hardened Clay haben wir auch. Dann kriegen wir diesen Küchenblock. Den machen wir mal hier hin. Oh, der ist aber süß klein. So, und der hat hier jetzt eben schon diverse Rezepte drin, die ich wahrscheinlich... Irgendwie kann ich die wahrscheinlich direkt... Ah, seht ihr? Ah, geht aber jetzt so nicht. Missing Oven to Cook. Das heißt, wir brauchen den Ofen. Ah, genau, dieses Glas müssen wir uns auch noch machen. 8 reicht. Und dann will ich den hier haben. So. Ofen. Auch schade, dass die nicht verbunden sind. Gott. Und der haut es automatisch hier rein, wenn da was drin wäre, was brennen würde. Ja, saugeil. Habe ich hier zufällig irgendwas, was brennt? Nein, nur Holz. Nein, das sind zwei Kohle. Supi. Aber ich glaube,
Warte mal. Wir machen da Tiles draus. Tiny Coal. Haben wir nämlich mehr davon. So. Okay. Und dann könnten wir hier... Aha, aha. Das ist sehr nice. Missing Tools to Craft. Okay. Oh, meine Nase juckt. Okay, dann brauchen wir noch... dann will ich noch... Water. Den hier will ich auch noch haben. Der hat wahrscheinlich nur einen Wasserspeicher. Schade, dass sie nicht verbunden sind. Das finde ich wirklich schade. Tank, genau. Also hier könnte man einen Wassertank ranmachen. Da bin ich gerade mal so frech und mach mal hier so. Nein, okay. Da nicht. Aber dann machen wir das einfach mal so. Und dann hole ich mir kurz... Ja, hier habe ich Türe eingebracht. Aber irgendwie, ich weiß nicht warum, die laggt übelst, wenn man da durchgeht. Deshalb baue ich die auch mal wieder ab. So, den Eimer brauche ich. Nämlich... Oh, kein Platz. Die Pressure Plates haben wir auch noch weg. So, jetzt den Eimer her. Dann holen wir uns kurz Wasser, machen da eine unendliche Wasserquelle. Da müssen wir nämlich nicht immer so weit rennen. Warum bin ich denn da jetzt reingefallen? Spring, Junge. Dum, 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 dum. Aber ich glaube, ich lege die sogar anders an. Moment. Einmal so. Ich lege die anders an. Gut, hier können wir nicht. Aber dann machen wir das halt hier. Die Axt. So, und dann würde ich gerne... Nee, warte, wir machen das so. Hier ein dran. So, jetzt haben wir hier einen Eimer. Irgendwie habe ich hier Lags, ich weiß nicht warum. Und hier noch einen. Wenn ich hier jetzt was rausnehme, passt es. Dann überlege ich gerade mal. Warum habe ich da jetzt nichts drin? Wenn ich den jetzt hier dran mache, kriegt er dann trotzdem sein Wasser? Ja. Okay. Scheiße. Ich wollte doch hier bloß was verbessern. Irgendwie habe ich hier schon krasse Lags, muss ich sagen. Habe ich jetzt noch eine Chisel? Ja. Ah, hier sind die. Davon. So, Wasser weg. Oh, wow.
Alter, wie das hier manchmal Schläge lässt, ist ja nicht feierlich. Ne, denn da brillig. Ist sehr real, dieses Gewitter, muss ich echt sagen. Zumindest von der Lautstärke. So, dann nehmen wir den da wieder. Dann haben wir nämlich unten immer überall diese Verzierung mit dran. Sieht besser aus. Haben wir jetzt noch eine Fackel? So. Dass wir da auch was sehen. Warum ist der empty? Die Anzeige ist wohl kaputt. Okay, warte, wir machen weiter mit der Fridge. Eine Kiste. Und eine Eisentür. Irgendwie habe ich wirklich. Achso. Nee, das muss eine Oak Chest sein, oder wie? Und die halt kaputt. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das da rein. Gut. Jetzt. Das gefällt mir nicht. Mir gefällt es wirklich nicht. Kein Platz mehr. Machen wir noch eine. Okay. Oh, jo, jo, jo. Okay. Gut, dann können wir hier mal schon mal Fleisch reinhauen. Hier sind 7 Dinger fertig. Haben wir da mit rein. Warte mal, wenn ich das Essen und alles hier reinhaue. Kann ich da dann trotzdem Zeug rausholen? Ja. Das ist cool, das ist cool, das gefällt mir. So, dann machen wir hier mal noch eine Türe dran. Muss ja keiner wissen, was hier ist. Der Boden gefällt mir auch nicht. Da muss was Gemütlicheres hin. So, wir gucken mal, was wir da unten rein zimmern können. Vielleicht auch Cleanstone. Ich hatte irgendwo welchen. Oder Andesit. Was kann man da chiseln? Ich mag ja das mit diesem, also dieses Muster da drauf, das gefällt mir auch. Ja, guck mal, das sieht doch cool aus. Für eine Küche passt das. So. Gut. Dann, welches haben wir noch nicht? Kitchen Counter. Den hier haben wir noch nicht.
Brauche schon wieder eine Chest. Wahrscheinlich wieder eine Oakwood. Ich reiße ja alle Kisten ab und dann brauche ich sie doch wieder. So, wo bleibt sie? Hier. Gut, den machen wir noch da in die Ecke. Und dann sind wir soweit fertig. Wie gesagt, was mir nicht gefällt, gefehlt. Der kann sogar auf die Kiste zugreifen. Also was mir nicht gefällt, ist die Höhe und so. Ich mach den mal noch eins rüber. Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, jetzt den hier dran. Und das macht man normal nicht, den Ofen neben den Kühlschrank stellen. Aber es sieht hier einfach besser aus. Oder ich stelle den Kühlschrank. Na, ich lasse den hier. Gut. Gefällt mir immer mehr. So, jetzt können wir nämlich auch mal da draußen unsere Essenskiste endlich leeren. Wenn wir Platz hätten. Das da noch rein, das rein, das rein. Brot. Und den hier müssen wir nehmen. Jetzt sehen wir schon, wir kriegen hier viel mehr Rezepte angezeigt. Das ist... Ah, ich mag den Mod jetzt. Echt. Der hat so viele Aspekte mit drin. Also nein, der ist so easy, so einfach. Deshalb eigentlich mag ich ihn. die Axt. Dann müssen wir hier noch einmal draufhauen. So, Essen hauen wir mal alles einfach hier rein. Kaffeebeans, das, das. Das. Können wir hier Zombiefleisch, mit Zombiefleisch auch irgendwas anfangen? Ja, hier. Ne, doch nicht. Goldenen Apfel. Die Kohle machen wir da wieder rein. Das brauchen wir noch. Das wird toll. Endlich ist es Kochen einfach. Das wünsche ich mir für zu Hause auch. Reis, Zucker, das. Gut, den goldenen Apfel machen wir jetzt mal raus. Oder kann ich hier, wenn ich hier zugreife? Habe ich jetzt den Apfel gekriegt? Nee, okay. Also fertige Rezepte braucht er hier eigentlich nicht. Drying Racks. Machen wir mal so. Gut. Auch drin. Ja. Essen, Zucker. Machen wir darüber. Zucker. Da haben wir noch das hier. Das heißt, was uns jetzt noch fehlt, sind hauptsächlich... Oh, Sort by Saturation. Ich habe einen Kaffee gemacht. Ein Espresso. Wie habe ich das gemacht? Der sortiert es jetzt sogar nach... Alter.
Ein Espresso. Haben wir hart. Das ist ja großartig. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von dieser Mod. Was haben wir hier noch drin? Meine Schaufel. Und haben wir zufällig. Nee, hier nicht. Drüben haben wir, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht. Carpet. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Carpet brauchen. Zwei gefärbte Wolle. Ups. Das haben wir. Zwei Wolle haben wir, glaube ich, auf jeden Fall. Hatten wir irgendwo. Wolle, zwei Stück. Aber das geht ja gar nicht, weil die gefärbte Wolle... Doch, geht 1:1. Krass. Ja, ich hätte gerne blau. So, dieses Blau. Lapis. Lapis. Müssen wir halt zwei Lapis aufwenden. Ist okay. So, und... Tschabum! Und dann... Aber kriegt ja... Oh, da krieg ich bloß 3 raus. Der ist ja nicht so toll. Haben wir hier noch irgendwo Strings? Wir hatten mal viele. Hier. Gut, weg damit wieder. Brauchen wir doch noch ein bisschen mehr Lapis. So, ich habe jetzt nur 6 gemacht, damit ich hier... Da liegt überall was drin. Ups. Gut, 12 Teppich haben wir. Das reicht auch. So. Sieht doch schon wohnlich aus. Ich hätte jetzt gern noch eine Lampe. Allerdings wahrscheinlich von hier. Und blau haben wir nicht. Warte mal. Blue. Muss ich mal suchen, wie das heißt. Das hier. Okay. Erde. Und Sand. Ja, toll. Kriegen wir 4 Dinger raus. Das reicht wahrscheinlich für nichts. Lamp. Ich hätte gerne eine Deckenlampe oder so. Haben wir hier denn eine ungerade... Ja, haben wir. Wir haben da eine ungerade Zahl. Also machen wir uns die Mühe und holen noch ein bisschen Lapis. Da ist nichts mehr. Müssen wir von hier holen. Da hängt wieder ein Hase rum. Ich dachte gerade, was hat sich da bewegt? Hab schon Angst gekriegt. Gut. Zack. DecoCraft ist auch so eine coole Geschichte. Lamp. Neonlampe. Was braucht denn die? 1 nur. Die ist ja cool. Scheiße.
Neonlampe. Ja, die reicht doch eigentlich. Dann machen wir noch mal zwei. Neon. Oder drei. Fünf. Aber ich glaube, ich setze die noch eins nach hinten. So, und wenn ich die jetzt anmache, machen die, sind die alle an. Das ist okay. So, unsere Küche ist fertig. Ja, ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Cooler Mod. Ich schaue noch mal kurz nach. Cooking for Blockheads. Cooler Mod. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.